Wir haben wieder für ein gewisses Spektakel gesorgt, wir haben wieder alles reingehauen, wir haben 94 Minuten gekämpft, gefightet, um unser Leben gerannt und das ist einfach ein Ansatz, den wir mitnehmen müssen. Also die Art und Weise, wie die Mannschaft jetzt spielt und sich reinhaut und auch gestern, sage ich mal, ballbesitzmäßig gegen einen Champions League Teilnehmer, muss man sagen, ich habe da keinen großen Unterschied gesehen, was das anbelangt. Also von daher stimmt die Leistung. Leider haben wir halt in der Vorrunde zu wenig Punkte geholt. Das ist das Problem. Unser Problem ist nicht jetzt, sondern ist die Vergangenheit gewesen. Natürlich war uns auch klar, dass wir jetzt Rückschläge einstecken müssen. Das gehört auch einfach dazu. Gegen eine Mannschaft wie Dortmund kann das definitiv auch passieren. Aber wir dürfen uns natürlich auch kaum Ausrutscher leisten. Das ist uns auch klar. Wir haben jetzt noch 13 Spiele und werden alles unternehmen, um den Bock da nochmal umzustoßen. Die Leistung, die wir zeigen, natürlich wissen wir, dass wir Punkte brauchen, aber wir bringen es überwiegend gut auf den Platz und daran müssen wir auch arbeiten, dass wir es die nächsten Wochen so hinkriegen. Egal was kommt, wollen wir aber für irgendwas stehen und wir stehen gerade für diese Endspiele. Und es ist ja immer noch so, dass uns ein Punkt eigentlich nicht weiterhilft. Wir werden weiter auf Sieg spielen und das werden wir auch in Frankfurt versuchen.